Hurri, hurra, meine ersten Badges sind da. Und wenn du wissen willst, was es mit dir auf sich hat und was da und... bleib einfach dran. Ja, hallo und willkommen, das ist der Reini Rossmann vom Survivor Show Problemskon. Schön, dass du dabei bist. Ja, sie sind da, meine Badges sind da, ja. Und zwar diese Badges hier, das sind ganz normale, schöne, gewebte, made in Germany, also gemacht in Deutschland, gewebte Badges mit einer Klettfläche hinten. Und es ist auch, das habe ich jetzt da hinten normalerweise bei dem Auslieferungszustand so ein Ding drauf, dass das nicht überall hängen bleibt. Also das ist eh automatisch mit dabei. Und da hier, da haben wir jetzt mal den ersten Badge, das ist das Survivalist Badge. Und ja, ich finde, dass der irrsinnig schön geworden ist. Was symbolisiert der? All die Dinge, die beim Überleben in der Natur, aber auch im urbanen Gebiet wichtig sind, nämlich Unterkunft, Feuer, Wasser, Nahrung und natürlich Orientierung und Signalisierung in einem Notfall, wenn du gefunden werden willst, oder die Nicht-Signalisierung, wenn du nicht gefunden werden willst. Ja. Diese Dinge musst du im Griff haben und daran soll dich dieser Survivalist-Badge einfach erinnern. Wirklich schön verarbeitet, gefällt mir also nicht gut, dieses Gewebte, das kann schon was. Ich meine, insgesamt, das Design von diesen Teilen, das hat der Benny gemacht. Der Benny Panik, der ist bei mir Mitarbeiter im Survival-Shop und kümmert sich um Markenaufbau und er ist Grafikdesigner und Bushcrafter mit Ambitionen und das taugt ihm richtig und das taugt mir natürlich auch und da sind wir nebeneinander gesessen und haben gemeinsam diese Badges hier entwickelt. Er hat halt dann die richtige Arbeit gehabt, ich habe nur gesagt, so soll das sein und das gefällt mir jetzt nicht, Benny und so, aber er steht da drüber, ist das gewöhnt. So, Survival Kit Inside, auch ein gewebter Patch. Den wollte ich haben, einfach aus dem Grund, weil ich ja immer wieder Taschen habe, wo Survival Kits drinnen sind, ja, logischerweise. Maxpedition, 511, No Names oder Tasmanian Tiger. Und was ist da jetzt drauf? Einerseits ein S1, ein Filnifen S1, eine Taschenlampe, was mir auch wichtig ist, der letzte Vorstand deines Lebens, kennst du vielleicht auch noch, und ein Multitool, auf die ich ja irgendwie so ein bisschen abfahre. Ist einfach so ein Multitool, die haben ganz einfach was. Und das ist der Survival Kit Inside. Könnte ich auch auf meine Birne hängen, da ist auch ein Survival Kit Inside. Ja, ob man dir was bringt, ist die andere Frage. Dann, das ist ein gestickter Patch, der Bushcrafter Patch, auch mit Klett natürlich. Das ist ein kleiner lieber Patch, den man entweder auf die Seite geben kann, also so in die Richtung, oder eben hier vorne, der taugt mir auch, also der ist auch recht nett, der Bushcrafter. So, und der vierte und letzte Patch, das ist dieser hier. Der ist meiner Meinung nach auch sehr, sehr schön geworden. Das ist der Survival and Bushcraft Instructor von überlebenskunst.at. Ich weiß nicht, irgendwie glaube ich, dass das vielleicht bei dir jetzt verkehrt ankommt, aber so schaut er aus. Und bei diesem Patch hier ist es so, der ist nur für die Instructor, die bei mir eine Survival-Trainer und Bushcraft-Trainer-Ausbildung gemacht haben. Also alle, die das gemacht haben, die kriegen jetzt Post und jeder kriegt 3 Exemplare zugeschickt. Und wenn dich dieses Thema interessiert, wenn du gemeinsam mit mir Survival Trainer werden willst, wenn du eine Ausbildung von mir haben willst, dann gebe ich da auch unten den Link, schau dir das an, dann kannst du dir diesen Patch sozusagen verdienen. Ja, denn so läuft das ganz einfach, also den kann man nicht einfach so kaufen, sondern den muss man sich verdienen und dann ist er ganz einfach auch dabei. So, der Instructor Patch. So. Diese Patches kannst du bei mir im Shop kaufen, ich gebe da unten den Link. Nach Deutschland und nach Österreich schicke ich sie versandkostenfrei. Bitte schauen im Shop, da gibt es einen Gutscheincode, den du anwenden musst. Das hatten wir auch bei dem Buch das letzte Mal. Gutscheincode, schau nach, ein bisschen lesen. Ich gebe auch alle Informationen, den musst du dann eingeben und dann ist es versandkostenfrei nach Deutschland und nach Österreich. In die Schweiz leider nicht, weil da hatten wir extremen Wickel immer wieder mit den Zollbehörden. Deswegen haben wir das jetzt gelassen. Tut mir leid, liebe Schweizer, aber das ist zu aufwendig und niemand hat Freude damit. Die Badges sind sehr schön geworden. Ich mag dir um einen Kommentar bitten, ob du sie auch schön findest. Also ich finde die total genial. Unten findest du den Link in den Shop. Schau da ganz einfach an, ob du das haben willst oder nicht oder wie auch immer. Ich wollte es ganz einfach auch mit dir teilen. Ich sage danke fürs Dabeisein. Daumen nach oben oder nach unten. Ein Abo, aber andere Videos zum Anschauen. Hat mich gefreut, dass du dabei warst. Dein Reini Rossmann mit Survival Kit Inside. Bis dann, ciao.